Hallo ihr Lieben, so, es gibt wieder mal einen kleinen Haul, den ersten Haul 2019, Drogeriemarkt, DM. Womit fange ich denn an? Mit Schlaftee. Ich habe mir zwei Arzneitees gekauft, Schlaf- und Nerventee und Fenchel-Anis-Kümmel. Das sind Arzneitees, sind sehr günstig bei DM, also hier mit Lavendel und Baldrian und Hopfen, Pfefferminz. Und das ist Fenchel, Anis, Kümmel, wenn man so ein bisschen Magenprobleme hat oder ne, wenn man bestimmte Dinge isst, auch wenn man sehr gesund ist, zum Beispiel Linsen und Bohnen etc., auch wenn es Bio ist. Also ne, so ein leichtes Grummeln verursacht das ja schon im Magen-Darm-Bereich und da sind diese Fenchel, Anis, Kümmel-Tees, die gibt man ja auch Babys, sind die sehr hilfreich für mich auf natürlichem Weg. Dann habe ich Persil, Megaperls geholt, wieder einmal für weiße Wäsche und einmal für bunte Wäsche. Das sind so die Klassiker, die ich immer benutze, obwohl manchmal benutze ich auch Spee. Manchmal nehme ich auch Spee. Aber eigentlich, naja, so im Wechsel mal Spee, mal Persil. Dann brauchte ich wieder ein paar Kerzen. Ich kam jetzt nicht zu Ikea. Ich habe mir jetzt von Profissimo, ich hatte mal die Nase voll, waren Vanille. Das ist jetzt hier Pink, also Pink Limonade, also rosa Limonade mit ich weiß nicht, Melonenduft ist das so. Und ich fand, das sah so schön aus, wie so ein Tulpenstrauß. Ne? Mal sehen, wie die duften. Preiswerte Duftkerzen von Profissimo. Und die benutze ich ja auch immer sehr gerne. Das sind diese Feuchttücher. Da haben wir wieder eine neue Duftrichtung. Das ist Kumquat und, na, wie heißt es denn das hier? Diese Grapefruit, diese Pink Grapefruit. Die habe ich also ziemlich viel in Verwendung oder Anwendung für alle möglichen Flächen. So. Dann brauchte ich wieder Rosenwasser. Eins ist alle, eins geht weg, ein neues kommt dazu. Ihr kennt das von mir, das Rosens Rosenwasser. Ich habe übrigens die von Pixi auch gesehen, die es bei Douglas gibt aus Los Angeles. Die sind auch ohne Alkohol, habe ich festgestellt, aber die kosten natürlich das Doppelte. Ne? Und ich bin mit diesem Rosenwasser sehr zufrieden. Ich nehme es als Fixierspray, ich benutze es für die Kopfhaut, ich benutze es zum Erfrischen am Morgen auf einem großen Wattepad gegeben. Ein Allrounder. So, dann haben wir, okay, Honig, habe ich hier mal einen dunklen Honig geholt. Sonst habe ich immer den Akazienblüten, das ist jetzt hier so ein Blütenhonig, weil ich jetzt viel mit Ingwer und Zitrone mache und ich habe einen sehr hohen Honigverbrauch. Und meine geliebte Erdnussbutter. Das schmeckt übrigens auch sehr gut in Kombination. Erdnussbutter aufs Brot und ein bisschen Honig darüber gegeben. Weiterhin für die Körperpflege. Ihr wisst, was jetzt kommt, Nivea Q10, seit Jahrzehnten mein Mittelchen gegen oder für eine straffe Haut, also die haben immer wieder so eine neue Pflegeformel, das ist jetzt mit Vitamin C außerdem eine straffende Bodylotion, also für mich gibt es keine andere, also die ist einfach, Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut top und der typische Nivea-Duft, wer das mag. Für die Haare habe ich wieder mal, um so ein bisschen Stand reinzubekommen, dieses Taft Volumen XXL Stärke 4. Das hat einen sehr schönen frischen Duft und das verklebt auch nicht so sehr, kann man super auskämmen von Schwarzkopf. Weiterhin von Schwarzkopf habe ich mir jetzt mal eine Pflegelotion zugelegt und zwar Schutzengel heißt die. Und diese Pflegelotion ist also ein Hitzespray, so eine Hitzespray-Lotion. Wenn man sich die Haare föhnt oder ein Glätteisen benutzt oder einen Lockenstab, so, um die Haare jetzt ein bisschen die Struktur zu schützen. Da ist zwar auch Alkohol drin, was eigentlich ja wieder austrocknet. Ich probiere es aus und werde euch berichten, wie dieses Produkt mit feinem, empfindlichen Haar umgeht. Also ob das wirklich so ist. Ne? Ob das ein tolles Hitzeschutzspray, das heißt, es ist ja sogar eine Lotion, es ist ja sogar noch ein kleines bisschen reichhaltiger. Dann brauchte ich wieder hier meine Ansatzgeschichte. Das ist Polycolor Dunkelblond. Eine Haarfarbe kann man also für den ganzen Kopf nehmen oder eben nur für den Ansatz. Für den ganzen Kopf braucht ihr dann zwei Packungen, wenn ihr halblanges Haar habt. Also für mich reicht für den Ansatz eine Packung. So, Duschgel. Ich habe mal ganz oldschool mich für eine Marke entschieden und zwar Palmolive. Die kennt ihr bestimmt noch von früher. Palmolive. Die haben jetzt auch Limited Editions und zwar diese hier. Die ist mit
Mit was ist die eigentlich? Special. Die ist mit Orangenblüte, mit Orchidee und Zimt. Die riecht so genial. Ich bin gespannt. Die kosten ja nichts. 1,50 oder so. Bin ich sehr gespannt. Die würde ich am Morgen nehmen und am Abend, da ich ja so Schlafprobleme habe, eine Lavendeldusche mit Yin und Yang und Kardamom. So, riecht auch. Ja, riecht schön nach Lavendel. Also ich denke mir, also ätherische Öle sind da drin. Warum nicht mal zu altbewährten Palmolive zurückgreifen? Ich werde euch das mal mitteilen. Und ich hatte ja zwar Minimalismus erzählt, dass ich nicht mehr so viel einkaufen, aber ist da was, wenn man bei DM ist? Und man schaut ja trotzdem, ne, was gibt es denn so an Schminke Neues? Und ich liebe Lipglosse. Und die von Chanel sind ja sehr teuer. Und ich habe mir 3 Lipglosse von Essence gekauft. Die sind neu. Ich schreibe sie gerne in die Infobox. Einmal, das ist so ein Spicy, also Pumpkin, also Kürbis. Den habe ich drauf. Und das ist so ein Rosa. Ich kann es ja mal swatchen. Ein Rosa, ich weiß nicht, so. Und das heißt, ich halte die einfach mal in die Kamera. So. Mit so Glitzerpigmenten. Und der klebt nicht. Das ist das Irre. Die kosten 1,50 oder so. Und das ist ja noch diese Innenfarbe. Das ist so ein, ja, ein ganz heller Hummerton. Die haben natürlich alle Namen und Nummern. So. Und die 3 habe ich jetzt einfach mal. Ja, das sieht man auf der Hand überhaupt nicht. Ist Blödsinn. Sieht man gar nicht. So. Das ist dieser Ton. Diese 3 Stücke, ich habe nicht viel Geld ausgegeben. Ne? 3 mal 1,50 oder so oder 1,25. Und dann man muss hier, wenn man hier mit den Händen immer so rumvorwerkt in den Videos, immer so ein bisschen, finde ich das ganz schön, wenn ein bisschen Nagellack drauf ist. Und da habe ich bei Essie geschaut und die haben jetzt Valentinstag, ne, haben die so eine Limited Edition, die gibt es aber auch schon eine Weile, mit so Konfetti-Stücken drin. Sie ist so bunt, das sieht ganz witzig aus. Die kosten aber 9,95 Euro. Dachte ich mir, naja, also, ist ja ganz schön teuer, ne? So 10 Euro. Okay, für Essie-Lacke total gerechtfertigt, aber es glitzert ja überall auf den Nägeln. Und da gab es auch, das ist neu, auch von Essence, dieses Teilchen hier. Pretty Princess heißt das, ein süßer Name. Und den habe ich auch drauf. Ich mag so Lacke, die eigentlich nur wie Pflegelacke aussehen und die haben jetzt einfach noch so ein bisschen Glitzer drauf. Es ist ein bisschen holographisch, wird wahrscheinlich schwierig beim Abmachen wieder sein. Ich habe den jetzt einmal drauf. Also was habe ich mir ausgegeben? 6 Euro oder so insgesamt. Ne? Also kann man jetzt nicht großartig davon sprechen, mein Gott, jetzt hat die wieder einen Haufen Geld ausgegeben für Kosmetik. Ne? Habe ich nicht. Nein, 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 nein. Aber so ein bisschen, so ein paar Produkte. Diese Glosse. Ich weiß, die werden irgendwie gar nicht gehypt. Kein Mensch stellt die vor. Es werden alle möglichen Glosse vorgestellt von zig Firmen. Ich nenne jetzt keine Namen, auch aus der Drogerie oder eben auch von Douglas. Also die führen ja auch alle möglichen Namen und alle haben sie Glosse. Und es soll ja auch wieder so ein bisschen shiny sein in diesem Frühjahr. Und wir wollen auch so ein bisschen glänzen. Also das Matte ist für mich nichts. Ich mag das nicht so matt. Das sieht so matt eben aus. Mein Gott. Okay. Und diese 3. Ich kann euch diese Essence-Glosse, diese Shine-Shine-Shine-Glosse wirklich nur empfehlen. Ihr habt eine sehr große Auswahl. Die sind, pflegend werden sie nicht sein, gibt einfach eine tolle Lippenpflege darunter auf. Beißt mal kurz in so einen Kleenex, dass es nicht so, ne, so fettig ist. Und dann gebt diesen Gloss auf. Die haben auch ein schönes Applikatorbürstchen, da kann man ganz toll den Mund damit umranden. Sehr schön. Ja, und die riechen eben so toll und schmecken toll und sie kleben nicht. So, das war jetzt mal mein kleiner Januar-Haul. So Gebrauchszeug, was man so braucht, was immer mal so alle geht, wie Waschpulver oder Tee oder Haarspray oder Honig eben. Naja, aber die Erfahrung zeigt es ja immer wieder, dass Hauls gerne gesehen werden und auch aufgebraucht Videos. Ja, also ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und habt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis bald. Übrigens, danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Ciao.